Hongkong wird von der Lufthansa-Gruppe nicht mehr angeflogen. Dann das zweite Thema heute, die E-Voucher, die Bonus-E-Voucher, muss ich sagen, sind verspätet. Und Austrian Airlines plant wohl demnächst ohne den Dreamliner. Sehr bedauerlich. Willkommen zum Lufthansa Group Update heute am 27. Januar 2022. Und ihr wisst ja, wie immer, gibt es als erstes den Abonnierbefehl, die Glocke anmachen, damit ihr nicht verspätet kommt. Und ganz, ganz wichtig, kommentieren und liken. So ist es richtig. Ja, Mario, fangen wir doch einfach mit dem ersten Thema an. Die Lufthansa Premium Economy Sitze. Wir haben darüber ja schon ein paar warme Worte verloren. Das stimmt, in der vergangenen Woche. Jetzt haben wir noch mehr Details dazu bekommen, in welchen Flugzeugmustern dieser neue Premium Economy Sitz eingebaut werden soll. Die 747-8, über die hat man, glaube ich, schon geredet, hatten wir gesagt, da wird es eingebaut, was im Umkehrschluss bedeutet, dass man dann wohl noch etwas länger auf dieses Flugzeugmuster setzt. Aber es soll auch in die 787, also in den Dreamliner kommen, in die 777X oder 9, wenn sie dann 2023 endlich mal zur Lufthansa-Gruppe stößt, und auch in die neuen noch kommenden A350. Was hältst du davon? Was ist mit den restlichen Fliegern? A340 lohnt sich nicht mehr, A330? Ja, also ich denke mal, dass die Lufthansa-Gruppe da nicht mehr mit plant. Was ich aber spannender finde, ist, dass ja die Unternehmenskommunikation bei der Lufthansa, was den Sitz angeht, irgendwie bei ZIM am Bodensee angesiedelt ist, weil auch diese Info haben wir ja über Instagram mehr oder weniger bekommen. Ja. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es da eine Group Communication zu gibt, aber die Quintessenz ist halt, daran merken wir, welche Flugzeuge Zukunft haben. Und Lufthansa ist ja auch bekannt dafür, dass die Flugzeuge dann zumindest retrofittet werden. Heißt also, die schon in der Flotte sind, bekommen diese wunderbaren Sitze, die Weiterentwicklung. Also insofern halte ich das für eine gute Nachricht. Es hat mich jetzt nicht wirklich gewundert, dass man da in irgendeiner Art und Weise das jetzt gemacht hat. Aber der Weg ist... Ich weiß nicht, du bist ja PR-Profi. Du bist PR-Profi, ja, würdest du das machen? Etwas eigenwillig, würde ich sagen. Denn eigentlich ist das ja eine ziemlich gute Nachricht, eine positive Nachricht, die man doch ganz gut verkaufen könnte. Ja, ganz genau. Also das wäre so das Thema. Auf jeden Fall sind wir sehr gespannt auf den neuen Sitz. Genauso wie wir gespannt sind dann auf das Pendant in der Business Class. Ganz genau. Ja, das nächste Thema ist nicht ganz so lustig. Das ist Ukraine. Die Lufthansa hat ja da die Rotationen angepasst, hat die Rotationen geändert. Man fliegt jetzt nicht mehr nach Kiew abends von Frankfurt aus und aus München, macht dann sogenannte Nightstopper, wo die Flugzeuge über Nacht dann stehen bleiben. Im Gegenteil, man will auch die Crews da nicht mehr übernachten lassen. Deshalb fliegt man am frühen Morgen. Da gibt es auch ein Muster zu diesen Flügen. Das heißt also, dass der Flug, der eigentlich abends startet, um 21 Uhr oder sowas, startet jetzt immer morgens so gegen 7 Uhr und kommt dann auch wieder zurück. Also insofern rechnet die Lufthansa da anscheinend auch mit allem. Ja, naja, ich würde sagen, safety first, nicht? Die Lage ist unübersichtlich, man weiß nicht, was passiert. Und bevor dann tatsächlich irgendetwas Unvorhergesehenes, es muss ja nicht gleich sozusagen der Russe einmarschieren, aber wir wissen ja, dass es dort auch Separatisten, Guerillakämpfe im Grenzgebiet von der Ukraine gibt. Und bevor dort vielleicht eine Situation eskaliert, möchte man die Crews lieber draußen haben. Wir hatten ja nun gerade das Beispiel, wo die Lufthansa ihre Crews quasi evakuiert hat. Insofern ist das, denke ich, eine vernünftige Maßnahme. Ganz genau. Ja, der nächste Flug, der auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist von der Lufthansa, eigentlich die Swiss war ja Vorreiter. Die Swiss hat ja zuerst Hongkong eingestellt, hat Lufthansa jetzt auch Hongkong eingestellt. Da hat man ja auch keine Stops mehr gemacht, sondern man ist das ja über Bangkok geflogen. Ja.
Aber China riegelt die Bude irgendwie ab, ne? Also da wird fast alles zugemacht. Ja, die Zero-Tolerance-Politik gegenüber der Pandemie, das mag richtig sein oder auch nicht. Es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, das macht man in Hongkong absichtlich, um diese ja, quasi noch Freihandelszone noch weiter an das Festland beziehungsweise an den Rest Chinas anzubinden. Und insofern ist natürlich quasi die Maßnahmen, die man dort getroffen hat, kommen denen natürlich entgegen. Gerüchte sagen ja auch, dass man den einzigen verbliebenen Player, also ein richtig durch und durch kapitalistisches Unternehmen wie die Cathay Pacific, damit auch im Grunde eliminieren könnte und am Ende dann nur noch die bekannten chinesischen Luftfahrtgesellschaften dieses Ziel dann haben. Aber dass man Hongkong, gerade auch was die Freiheitsbewegung dort angeht, quasi komplett vom Luftverkehr abschneidet, es hat ein bisschen Geschmäckle und das kann meines Erachtens nicht nur mit Omikron und der Pandemie zusammenhängen. Naja, wobei da wäre ich, also ich verstehe die Sondersituation in Hongkong und ich verstehe auch, dass man schon das Gerücht hört, dass China Southern oder eine andere Fluggesellschaft quasi Cathay Pacific beerben soll, weil das denen in Peking nicht schmeckt. Aber man merkt ja auch, dass andere Ziele in Peking nicht mehr von der Lufthansa angeflogen werden können. Ich glaube, einige mit Cargo, China, Chengdu und sowas sind Ausnahmen, die noch angeflogen werden, aber dann auch nicht mehr mit Passagieren in der Anzahl. Also ganz, ganz merkwürdige Geschichten. Und wir hatten ja auch die Geschichte mit der Delta-Maschine, die nach China geflogen ist und dann irgendwie 3 Stunden im Flug wieder zurück, weil da auch wieder alles geändert ist. Also insofern, China macht die Bude zu. Ich würde es jetzt nicht ganz so hoch hängen, wie es Mario hängt. Aber die Wahrheit ist in der Mitte wahrscheinlich. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Das ist Akte X, da sind viele von unseren Zuschauern, glaube ich, schon zu jung zu. Wer Akte X kennt, kann natürlich gerne kommentieren. Codewort Akte X. Gewinnen könnt ihr nichts. Das haben wir jetzt geklärt. Das finde ich auch ganz toll. Dann geht es weiter auch mit Eurowings. Die haben ja 320er Neos. Warum ist die 320er Neo für die Eurowings so eine Geschichte, dass wir da einfach die Themen übernehmen und sagen, hey, das sind die Ziele, die ab dem 27. März von Düsseldorf zum Beispiel nach Gran Canaria abgehen? Was ist an dem 320 Neo so toll? Das weiß ich auch nicht. Er ist leise und verbraucht weniger auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Er ist halt wie die Zeus. Er hat halt dieselben 180 Sitze und so weiter. Aber man möchte halt einfach die Ziele anfliegen mit einer umweltfreundlicheren Technologie, die die Neos haben. Und man will da im Juli dann quasi die Maschinen alle zur Verfügung haben. Und Ziele sind dann zum Beispiel, Mario, welche können wir uns da jetzt drauf freuen? Gran Canaria zum Beispiel. Ja, also was ich spannend finde, ist, man sagt ja halt Edinburgh, Kos, Larnaca und so andere Sachen, aber na, am Ende des Tages wechseln die Flieger wie andere Leute die Unterhose, deshalb weiß ich jetzt nicht, was daran so prickelnd ist. Aber wir wollten es einfach mal berichten, damit ihr einfach das gehört habt, einfach für die Aviation Geeks nochmal die längste Route mit einem A320 Neo von Eurowings sind 3.498 Kilometer von Düsseldorf nach Ekaterinenburg. Das ist der Flughafen SVX, nur damit ihr es wisst. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Nö. Also bei den vielen Zielen, wie gesagt, ich bin ja mehr für die südlichen Ziele. Insofern Düsseldorf-Gran Canaria wäre meine Strecke sozusagen. Ja, das nächste Thema geht auch wieder um ein Flugzeugmodell. Das ist Austrian Airlines, die ja insgeheim vielleicht gehofft haben, dass man die 787 bekommt, den Dreamliner. Ja. Aber die Interim-CEOs, die ja den Alexis von Hönsbruch, ich will nicht sagen beerben, aber zumindest warten, bis Annette Mann kommt, die haben gesagt, nee, die Buden fliegen noch. Ein paar Jahre.
Ja, also damit haben wir doch das Problem, dass wir auch bei der Austrian dann halt wirklich noch ein paar Jahre, 5 Jahre oder glaube, was in dem Interview war, noch die alten Hobel durch die Gegend fliegen. Ne? Also, tja, also die insbesondere die 767 hat ja nun irgendwie ihren Höhepunkt lange erreicht und auch die 777 sind bei der Swiss ja nicht die allerjüngsten. Man weiß allerdings, ich bin mir da nicht ganz sicher, wenn die sagen, die fliegen noch 4 bis 5 Jahre, klar, tun sie wahrscheinlich auch, ist überhaupt kein Thema. Aber ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen eher das Gefühl, man wollte noch nicht ganz raus oder die Lufthansa-Gruppe weiß selber noch nicht so ganz, wo sie die neuen Flugzeuge überall hinschickt, zur Swiss, zur Austrian, zur Lufthansa, zu Brüssels. Ich weiß es nicht. Ich wäre vorsichtig. Ich könnte mir schon denken, dass auch Austrian in den nächsten 5 Jahren neue Flieger bekommt, also neue Langstreckenflieger. Ja, aber da passt jetzt ein Thema, was wir eigentlich gar nicht geplant hatten, aber das muss ich dann doch einschieben, das ist die ITA. Vielleicht hängt das mit der ITA zusammen. Gut, das könnte natürlich sein. Das ist natürlich auch ein Thema, wie es da vorangeht. Also wenn tatsächlich im Sommer, das sind ja so sehr optimistische Planungen, die Lufthansa-Gruppe zusammen mit der Reederei dort einsteigt, dann werden die Karten natürlich nochmal komplett neu gemischt in der Lufthansa-Gruppe. Das denke ich auch. Aber ob das jetzt zwingend zum Nachteil der Austrian passiert, ich weiß es nicht. Aber das ist sicherlich ein guter Grund, dass nochmal alles ganz anders kommt als gedacht. Oder ja, wie es immer so schön heißt, alles bleibt anders. Ganz genau. Ich tippe direkt das schon wieder ein in die Liste unten in die Shownotes, damit ihr auch den Timestamp bekommt. Ja, die Frage ist halt einfach, ob ITA dann das Ganze übernimmt, was die Auer macht, weil die Auer fokussiert sich ja Richtung Osten, Richtung Südosten, ja. Und da ist die ITA ja eigentlich klassisch stark drin. Das heißt also, man hätte dann im Konzern 2, die das könnten. Also deshalb ist das eine Vermutung, dass das daran liegt, warum man das nicht will. Ich weiß es nicht. Angeblich soll ja, was heißt angeblich, zumindest vermelden es die einschlägigen Medien ja auch, dass tatsächlich auch der Name Alitalia wieder auferstehen soll. Aber irgendwie nicht für die Langstrecke. Also es ist alles so ganz merkwürdige Nachrichtenlage. Man darf sehr gespannt sein, was am Ende passiert. Und eigentlich, eigentlich wäre es natürlich von der Logik her so, dass wenn die Lufthansa dort tatsächlich einsteigt, dass man ja eigentlich den Namen Alitalia wieder nach vorne bringt, weil der könnte ja dann tatsächlich gesunden. Und es wäre so wie bei Swiss, Austrian und so auch. Man hätte sozusagen mal den klassischen Namen übernommen. Aber das ist sicherlich alles in die Glaskugel geschaut. Ja, also was ich nicht verstehe, ist, was würde dem Konzern eine zweite Eurowings bringen in Form von Alitalia? Eben. Zumal hat man ja in Italien ja die Air Dolomiti, die ja schon auf dem Level irgendwo ist. Also insofern, ich verstehe es nicht, aber es gibt anscheinend Leute, die mehr Geld bekommen. Deshalb. Tja, warten wir es ab. Weiter geht's mit dem Thema der Lufthansa. Man hat jetzt nicht nur Strecken, die man, ich will nicht sagen einstellt temporär, aber man will da auch wieder Strecken aufnehmen. Das wäre zum Beispiel Indien. Also die Lufthansa fliegt wieder nach langer Pause von München aus nach Delhi. Das will man mit dem A350 machen, 3-mal pro Woche, dienstags, donnerstags und sonntags. Das ist etwas, was ich gut finde, denn München muss wieder gestärkt werden. Und man möchte natürlich auch die Frequenzen zu gegebener Zeit, wenn die Nachfrage wieder höher ist, dann auch aufstocken. Andere Ziele wären dann Bangalore oder Bombay, die es ja mal gab. Also Mumbai. Ich nenne es immer noch Bombay. Mumbai. Ich auch. Aber Mumbai. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Ja. Ist wie Ho Chi Minh und Shanghai und so. und Saigon, Entschuldigung, Saigon. Wie komme ich auf Shanghai? Aber gut, ich habe mich selber noch gefangen. Auf jeden Fall. Das ist halt etwas, was für unsere Freunde aus München positiv ist. Das nächste Thema, Mario, ich glaube, das ist etwas, das liegt dir, Cargo?
Das liegt mir? Nein, überhaupt gar nicht. Aber auch Omikron schlägt halt überall zu, auch bei der Lufthansa Cargo. Man hat Probleme mit dort mit dem Krankenstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, insbesondere in Frankfurt. Und man kann die Kapazitäten, die Frachtkapazitäten dort nicht aufrechterhalten, eben wegen der Omikron-Variante. Ja, also das ist das, dass man da bei der Fracht dann halt Probleme hat und es werden auch irgendwie Pakete nicht mehr abgefertigt. Ich habe aber persönlich nicht ganz verstanden, was das Dilemma ist. Also ich glaube eher, dass das die Leute, die Frachtabfertigung machen, sind und nicht, dass man Angst hat, dass man irgendetwas von Paketen sich holt. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich also, auch eher nicht. Aber ja gut, man liest es ja allenthalben, Kindergärten und so und dergleichen werden geschlossen, weil das Personal nicht mehr vorhanden ist, weil die alle zu Hause flach liegen bzw. in Quarantäne sind. Ja, das ist das, was das Thema kritische Infrastruktur angeht. Aber ist eigentlich bedauerlich, weil ja insbesondere der Frachtmarkt immer noch ganz gut gelaufen ist, auch in der Pandemiezeit und man da durchaus ja noch ein bisschen was gut machen konnte, was bei den Passagieren halt leider nicht mehr so gut gelaufen ist. Das nächste Thema Fit for 55, das ist ja etwas, was durch die Branche immer wieder geht. Das heißt also, dass die Fluggesellschaften mit der EU-Kommission für Luftfahrt sich beschäftigen müssen, weil man CO2-neutral werden soll. Und man muss halt da jetzt mit Kosten rechnen, diese Fit for 55. Lufthansa sagt, das wollen wir gar nicht, weil man rechnet mit Kosten in Milliardenhöhe. Und es hat sich ja auch interessanterweise eine Allianz gebildet zwischen Lufthansa und Air France. Also der Eierfranke ist da etwas in Liebesbeziehung gegangen mit der Lufthansa, weil man dasselbe Ziel hat. Mario, Politik ist ja so dein Minengefeld, wo du durchmanövrieren kannst. Deshalb, vielleicht kannst du das, was ich sagen wollte, den Leuten zu erklären, dass sie es auch verstehen. Naja, also eins ist ja völlig klar. Ich glaube, es sind ja auch noch andere Fluggesellschaften, die dort mitmachen wollen. Und dass sich die großen Fluggesellschaften dort zusammenschließen, um sozusagen gegen diese EU-Pläne, muss man ja sagen, anzukommen, ist ja völlig klar. Denn es kommt ja schon zu einer gewissen Schieflage, wenn es für die europäischen Luftfahrtgesellschaften neue Umweltauflagen gibt, die alle Luftfahrtgesellschaften, die nicht in der EU sind, so mehr oder weniger nicht treffen. Und wir haben ja nun auch in Deutschland schon mit verschiedenen Steuern, Luftverkehrsabgabe, schon Dinge, die andere Gesellschaften aus dem nicht-europäischen Raum nicht treffen. Und insofern ist es doch völlig klar, dass die beiden wichtigsten noch auf dem Kontinent verbliebenen, British Airways ist ja quasi nur mit der Iberia noch dabei, dass die dort zusammen sich zusammentun und versuchen dort entsprechend Lobbyarbeit zu betreiben. Denn was da Pläne vom nachhaltigen Treibstoff angeht oder wahrscheinlich viel eventuell sogar der Besteuerung von Kerosin, das ist doch völlig klar, dass man sich dort gemeinsam gegen engagieren muss. Und wir hatten das Thema ja schon öfter, die Fluggesellschaften halt aus der Nicht-EU, die aber die EU sehr gerne befliegen. Und über eine Sache hatten wir neulich auch geredet mit Katar, mit den Freiheiten. Damit schafft man sich natürlich dann einen Mitbewerber, der unter diesen Auflagen dann nicht so zu leiden hat wie die in Europa ansässigen Fluggesellschaften. Das Stichwort ist ja in dem Fall Tankering. Und Tankering heißt einfach, dass ich mit meinem Flieger mehr Sprit mitnehme, als ich brauche. Also rein theoretisch kann ich den 380er ja bis unter die Decke voll machen mit Sprit oder auch eine 777 oder was auch immer. Und dann fliegt die Bude halt in Doha los, landet irgendwo und fliegt dann weiter. Das heißt, das, was der polnische Lkw-Fahrer schon lange macht, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, der tankt die Bude in Luxemburg voll, fährt durch Deutschland,
Man wundert sich nur, warum man einen 3000-Liter-Tank unter der Bude hat. Aber das sind richtige geldwerte Vorteile für die. Und das ist genau das Problem in der Luftfahrt. Die Luftfahrt ist halt ein internationales Gewerbe. Und ich glaube einfach, dass wir besser dran täten, wenn wir das anders lösen würden. Und ich glaube einfach, dass man zum Beispiel als Lösungsvorschlag das machen könnte, dass jede Fluggesellschaft, die von europäischem Boden losfliegt, für die Strecke, die sie fliegt, so und so viel Ökosprit tanken muss, also SAF. Nur das Problem ist natürlich, dass dieses Sustainable Aviation Fuel nicht in der Menge verfügbar ist, wie man es braucht. Das ist natürlich das nächste Thema. Und ich sage nochmal, es gibt keine Fluggesellschaft, und wir sehen das ja auch bei dem Thema der Eurowings, die nicht daran interessiert ist, Kosten zu sperren. Kerosin ist ein richtiger Kostentreiber. Ja. Und die sind die Ersten, die die Buden austauschen. Also insofern, ehrlicherweise, deshalb fliegt ja auch der 380er nicht mehr. Wenn der so, also der Sprit ist der Grund beim 380er, der Verbrauch. Und das ist für den Verbraucher, glaube ich, nur 1, irgendwas Liter pro Passagier, wenn die Bude voll ist. Aber das reicht, um einfach zu sagen, ist nicht mehr effizient genug, weil es Effizienteres gibt. Ja, also in der Beziehung, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ist der freie Markt eigentlich der beste Regulator. Da man versucht, die Kosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so gering wie möglich zu halten. Nicht umsonst gibt es Neos, gibt es immer neuere Triebwerksentwicklungen, werden neue Produktionsstoffe, Verbundstoffe eingesetzt, um Flugzeuge leichter zu machen. Man will doch, oder man ist quasi ja gezwungen, schon zu sparen. Aber ich halte, wie gesagt, diese EU-Politik gegenüber den Fluggesellschaften auch als reine Symbolpolitik oder zumindest zum großen Teil Symbolpolitik, um sich ein vermeintlich grünes Image zu geben und zu sagen, ah, diese böse Luftfahrt, da muss auch was passieren. Obwohl wir wissen, dass die Luftfahrt überhaupt nicht Hauptverursacher oder einen so riesigen, nennenswerten Anteil am CO2-Ausstoß nicht nur europaweit, sondern auch international hat. Also es ist wie so vieles in der Politik Symbolpolitik. Und das ist nicht gut. Und du hast es ja zu Recht gesagt, das ist genauso mit anderen Vorschriften. Da tankst du einmal in Polen voll und fährst dann durch ganz Deutschland und tankst dann in irgendeinem südeuropäischen Land, wo es wieder billiger ist. Also es ist nicht gut. Ja, und da sei mir nochmal der Hinweis gestattet. Ich hatte ja mal gesagt, dass auch die anderen Verkehrsträger nicht unbedingt CO2-neutral sind. Ich hatte das ja mit der Bahn erklärt, dass Schienen und so weiter, Infrastruktur auch CO2 braucht. Und ich hatte da ja mal eine Aufzählung gegeben. Mal gucken, in welcher Folge das war. Also ihr könnt ja auch gerne gucken. Deshalb. Ja, jetzt kommt das Thema, was ich heute schon mal hatte im Take-Off. Aber weil Mario da ist und auch Betroffener ist, gehen wir nochmal auf das Thema E-Voucher ein, Mario. Und zwar hat die Lufthansa dir ja versprochen, weil du so ein toller Kunde bist und letztes Jahr dich requalifiziert hast mit Hängen und mit Würgen. Du bist ja extra nach Amerika geflogen. Natürlich. Du wartest auf die E-Voucher wie viele andere, und das ist ja auch eine der Fragen, die wir sehr, sehr oft bekommen. Ich hätte fast gesagt täglich, aber es kommt zweimal pro Woche immer an. Ja, kommt zweimal pro Woche, habe ich das auf irgendeinem Kanal, wo mich jemand fragt. Was ist das Angebot gewesen? Das Angebot ist gewesen, dass man als FTL einen E-Voucher bekommt, wenn man sich requalifiziert hat. Mario ist ja Senator geworden, hat zwei bekommen und bekommt zwei als Bonus, weil er ja so ein toller Kunde ist. Ich habe sechs Stück bekommen, weil ich sechs Stück für den Horn und vier Stück als Bonus, weil ich ja noch tollerer Kunde war. Ja, und super Kunde. Ja, meine sechs Stück sind ja gekommen. Marios sind noch nicht da, aber die Lufthansa hat jetzt auch einfach gesagt, dass dieses, war es ein Weihnachtsgeschenk? Ja, ein kleines zusätzliches Giveaway, ein Schmankerl sozusagen noch. Auf jeden Fall ist es ein Ostergeschenk, wenn das so länger dauert. Ja. Aber es ist so, dass die E-Voucher halt kommen. Aber was ist das Problem? Das Problem ist wahrscheinlich die IT, weil der Durchlauf gemacht werden muss. Und ich habe sowieso nicht verstanden, dass der Durchlauf einmal schon mal gemacht worden ist im Oktober. Ich hatte ja geguckt, ich glaube, Oktober habe ich die bekommen. Dann natürlich bis zum 31.12. haben sich ja Leute noch qualifiziert, weil rein theoretisch, wenn du am 31.12. abgeflogen bist und bis am 1.1. angekommen, der Flug hat ja noch gezählt. So. Ja. Und dass das dann natürlich nicht im Dezember passiert, normalerweise hätte schon
Sie hätten es aber Mitte Januar schon durchziehen können, ehrlicherweise. Man hätte es auch besser kommunizieren können. Aber nichtsdestotrotz, keine Angst, die Lufthansa macht es noch. Es ist halt wie immer die weltbeste IT, die da unterwegs ist. Und dann nochmal als Reminder, die heutige Show nicht gesehen haben, auf Takeoff. Da habe ich ja nochmal darauf hingewiesen. Es gab ja eine Änderung. Es gibt jetzt aus den Buchungsklassen K, L und T. Das ist die Economy Class rabattiert, für die es früher keinen Upgrade-Voucher nutzbar gab. Da kann man 3 jetzt benutzen. Von KLT in die Premium Economy sind es 2 und dann aus der Buchungsklasse N, das ist Premium Economy auch rabattiert, 2 in die Business Class. Ganz, ganz wichtig, was man hier sagen muss, ist wirklich, es gab es früher nicht. Deshalb ist das jetzt nicht etwas, wo eine Verschlechterung ist. Und ich verstehe die Lufthansa auch ehrlicherweise, dass sie natürlich sagen, also ein bisschen solltest du schon Geld bei uns lassen, wenn du upgraden möchtest. Kann man jetzt als kniepig empfinden. Man kann auch die Steuern als kniepig empfinden. Aber so ist das halt. Das sind die Regeln fürs Spiel. Und Mario wird wieder im Büro belästigt. Also denkt daran, dass ihr die benutzt und die kommen halt. Also insofern keine Angst. Das letzte Thema, und das ist ja immer ein Thema, wo wir euch entlassen wollen mit einer freudigen Nachricht, oder Mario? Die letzte Nachricht ist immer eine freudige Nachricht. Nicht immer, aber heute. Also bei mir ist immer alles freudig am Ende. Ach so, gut. Möchtest du über das Fokus-Abo reden? Soll ich über das Fokus-Abo reden? Nein, ich lese den Fokus nicht. Insofern liest du den Fokus und streich 20.000 Meilen ein. Ganz genau, also den Fokus kann man kaufen, hätte ich fast gesagt. Also man kann natürlich die Papierabos sich zulegen. Es gibt im Moment 20.000 Meilen für 254,80 Euro. Natürlich sind das keine direkten Miles and More Meilen. Warum? Weil es eine Payback-Aktion ist. Das heißt, also ihr könnt die Payback-Punkte einfach umrubbeln. Aber hier empfehle ich auch wie immer, wir hatten das ja letztes Jahr, aufpassen, ne? Wartet bis zum Ende des Jahres, dann gibt es wieder die Aktion. Ne? Das heißt, also man würde aus diesen 20.000 Punkten, die man kriegt, wie viel machen, Mario? Je nachdem, was bezahlt wird. Wenn Sie wieder 25% Aufschlag geben, dann sind es 25%. Wenn es weniger ist oder mehr, dann ist es entsprechend mehr oder weniger halt. Ne? Aber dann hättet ihr anstatt 20.000, 25.000, wenn wir die 25%, die es immer gibt, als Basis nehmen würden, heißt also für euch ein Freiflug, der noch hübscher ist. Das wollte ich noch einmal sagen. Man muss natürlich auch schauen, dass das ein Angebot ist, was 12 Monate gilt, das Abo. Und man bekommt natürlich noch die 130 Basispunkte, deshalb sind es 20.130. Aber das würde ich euch einfach mal weglassen, weil... geschenkt. Genau. Und es ist dann 52 Hefte für alle, die das wissen wollen. Ja. Ja, da sind wir am Ende, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ausgequatscht. Ausgequatscht. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, dem Lufthansa Group Update und am Ende den Abonnierbefehl. Macht es wie Mario, abonniert den Kanal, Glocke an, kommentiert unten. Mario, die beiden Hände kommen, mal kommentieren immer. Kommentieren. Ja, ganz genau. Und vor allem den Beitrag liken. Und das nächste Ziel, was wir ausgeben, ist Parole 2000 oder Weltherrschaft direkt. Wie viel User wollen wir haben? Ja. Also kurz vor der Weltherrschaft würde ich doch mal sagen, 2.500. Ne? 2.500 würden wir haben. Bis wann willst du die haben? Die würde ich eigentlich bis in den Spätsommer haben wollen. In Spätsommer, Mario. Okay, alles klar. In den Spätsommer. Okay. Mario ist sehr spezifisch. Ich würde einfach sagen, lass uns doch die 2.500 Abonnenten bis 30. Juni bekommen. Genau. Ja. Und das liegt jetzt an euch. Ja, macht Werbung, wenn jeder von denen, die das schaut, einfach 3 von der Familie zwangsverpflichtet, dann schaffen wir es auch früher. Würde ich auch so sagen. In diesem Sinne. Also bis dann, danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao.